Herr Stoschek, herzlich willkommen in Bamberg vor unserer Kamera. Es ist ein ganz spannendes Thema heute Abend. Sie haben ja mit Ihrer Produktpalette das Automotive, die Vermischung zwischen dem Mechanischen und dem Elektrischen schon sehr, sehr bald die Weichen gestellt. Haben Sie persönlich große Ängste vor der Geschichte, die da jetzt auf uns zukommt in der Automobilbranche? Ja, vor allem hoffe ich, dass wir dieses Sachthema auch sachlich diskutieren. Alles, was mit Natur, mit Klimawandel zu tun hat, ist ja inzwischen hoch emotional. Und deswegen wünsche ich mir natürlich heute auch eine sachliche Debatte. Mal sehen, ob das möglich ist. Aber anders können wir die Probleme nicht lösen. Wir haben ja Interviewpartner von anderen Parteien da, die ganz speziell die E-Mobilität forcieren. Wenn man ein bisschen hinter die Kulissen schaut, dass überhaupt keine Infrastruktur da ist, wird es nicht, mit Sicherheit nicht das Weisheitsletzter Schluss sein, auf die E-Mobilität zu setzen. Was ist denn Ihre persönliche Meinung? Ja, also bei dem Elektroantrieb ist nicht das Problem der Antrieb. Elektromotoren gibt es seit über 100 Jahren. Das ganze Problem ist die Energiespeicherung. Und die aktuelle Batterietechnik ist absolut nicht massentauglich. Die Batterien sind zu schwer, sind zu teuer, haben zu wenig Reichweite, werden unter ökologisch auch ganz schwierigen Bedingungen hergestellt und die Entsorgung auch nicht gelöst. Dann kann die keinen Feuerwehrmann löschen, wenn die brennen und so weiter. Das heißt, in 10, 15 Jahren könnte eine andere Technologie möglich sein und dann kann ich mir vorstellen, dass elektrische Fahrzeuge fahren. Aber auch dann gehe ich wieder davon aus, mehr im Kurzstreckenverkehr, also in der Stadt macht das Sinn, aber auf lange Strecken, auf Distanzen werden Sie nicht elektrisch fahren können. Wenn Sie überlegen, die Hälfte von Indien, von Afrika, von China ist Land und da werden Sie so eine Infrastruktur mit Batterieauflademöglichkeiten kaum aufbauen können. Das ist das Thema. Herr Stoschek, ich danke Ihnen für die ganz, ganz tollen Worte, wünsche Ihnen eine wunderschöne Veranstaltung und freue mich persönlich auf tolle Redebeiträge von Ihnen. Herzlichen Dank.